Zeit. Herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu The Evil Within 2, Kapitel, also Vers 24, Kapitel 7, ein Auge für die Kunst. Gerade eben ist der Kollege abgestürzt. Jetzt bin ich hier nochmal zum anderen Kollegen. Ich habe gespeichert, Kaffee getrunken, Munition aufgeladen und gespeichert hier, damit wir senken da. Damit wir hier jetzt voll aufgeladen, gespeichert, losmarschieren können zum zweiten Bild. Da müsste da irgendwann mal wieder was drin sein, oder? Offline. Witzig. Gut. Also, raus. Sperrt der da immer ab dann, oder wie? Gut, raus. Peng. Genau. Da hinten. Wie gesagt, ich spiele absolut ehrlich, ohne Trainer, ohne Cheat. Hier geht's ausnahmsweise, zwar auf leicht, aber man kann hier gut ehrlich spielen. Auf leicht. Ich spiele ja, wenn es geht, spiele ich auch ehrlich. Aber es gibt Spiele, da bist du selbst auf leicht jahrelang beschäftigt, außer du bist der Oberchecker. Gut. Und was heißt Spaß machen? A, macht es mir keinen Spaß. B, bräuchte ich dann 1000 Videos für ein Spiel. Und ich weiß nicht, macht euch das Spaß? Es ist laut hier. Ich weiß nicht, ob... Ja gut, manchen Zuschauern macht es viel Spaß, jemanden 1000 Mal sterben zu sehen. Aber da kommt man ja nicht voran dann. Also gut, hier drin ist das Bild. Und jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir wieder in der Matrix dann. Achtung, Attention. Achtung, es wird Schrecksekunde. Jetzt stürzt er wieder ab. Komm, gleich ran, gleich. So, jetzt müssen wir wieder hinten rum. Irgendwo ist der Schlüssel. Speichert, das ist nie verkehrt. Irgendwo ist der Schlüssel. Nee. Oder auch nicht. Du wirst Teil. Was ist denn jetzt hier wieder? Warte. Lösung gucken. Warte. Kapitel 7. Das erste Kunstwerk. Warte. Nein. Jake Diner, genau. Was? Nee. Wo ist denn das Dreckslösung? Das erste Kunstwerk jetzt. Kunstwerk. Leider versperrt ein langer Dauer hier die grausige Aufzeichnung. Also irgendwie, irgendwann zu viel wird, schneidet er euch. Was? Er ihr einfach nicht. Nicht. Am Ende warte. Könnte nicht. Er wird von einer Barriere. Also am Ende des Ganges, jetzt warte mal. Ist der Schlüssel, oder? Ja, geht jetzt im Moment auch nicht anders, oder? Warte, da hinten. Huch, also, da ist der Ding. Da ist der Schlüssel. Warte. Oder? Da ist jetzt einer. Leicht. Stabiler als Ton. Weicher als Marmor. Sauer. Schicke Grafik. Kann man jetzt schon mal sagen. Also, bisschen Retro. Aber da ist der Schlüssel. Dann speichert er. Schicke Grafik. Halbwegs. So, jetzt müssen wir den Schlüssel Kaffee trinken. Ist da nichts, gell? Also irgendein Sammelobjekt oder so? Nee, nicht, gell? Nee, Leichenschlüssel haben wir alle. Und sonst, glaube ich, ist ihn jetzt niemand. Jetzt kommt Käse. Käse am Werk. Oh, schau die Hand. Wow. Ja, oh, jetzt sind wir zurück dabei. Oh, da ist ein Auge. Dabei, oh, ist zu. Sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Ah, da hockt einer. Nee, hockt keiner. Und jetzt, was passiert jetzt? Warte, Auge. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Haben wir jetzt da nichts mehr. Warte, das ist da. Oh, Panzerfaust, das ist eine Panzerfaust, komm. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt gehen wir da zurück, dann wird es wieder happig. Oh! Ah!
Zwei müssen wir die jetzt umhauen. Mhm. Die müssen wir umhauen. Da geht's nicht durch. Was ist jetzt hier Feines? Kann man die jetzt erschießen? Die kann man erschießen, oder? Ja, ich habe die Pistole auch schon voll aufgerüstet. Es gibt grünes Skill. Pistole voll aufgerüstet. Haben wir hier da nichts mehr. Oh, schicke Bude. Schau her. Sozialer Wohnungsbau. Da ist nichts mehr, gell? Ganz schick. Da ist ein Bonsai. Da steht einer. Komm her. Ich will da, was ist denn da? Ah, da waren wir vorhin. Da waren wir vorhin. Jetzt müssen wir uns da durcharbeiten wahrscheinlich, oder? Da hinten ist nichts mehr. Warte. Ah, böser. Ein sauberer Kopfschuss. Noch einer. Ja, wie gesagt, auf leicht zielt der automatisch, wenn mit dem Gamepad. Jetzt kommt noch einer. Das gibt aber grünes Skill. Komm her. Kopfschuss, ein sauberer Kopfschuss. Ah, da ist noch einer. Komm her. Das gibt mehr Sachen. Nachladen. Der hat Schießpulver, der hat Kehl. Das war 500. Ja, eine Errungenschaft ist natürlich, das Gel braucht man für die, du weißt es ja, für die Fähigkeiten, für den Fähigkeitenbaum. Und eine Errungenschaft ist natürlich, den Fähigkeitenbaum maximal aufzurüsten. Hat der irgendwas? Gibt es hier irgendwas? Nee. Jetzt tun wir aber gerade zum Spaß schnell nochmal ein bisschen rumschauen. Nee, da ist wahrscheinlich nichts mehr. Wir müssen uns da vorarbeiten wahrscheinlich. Da ist wieder zu. Also in Serpentinen. Nachladen. Da ist nichts drunter, ne? Aber ganz schicke Bude. Das berühmte Baumarktregal hier mit so einer Kurve drin. So kenne ich es nicht, aber das ist eine amerikanische. Uch, da geht's durch. Schnell drücken. Schnell. So, jetzt sind wir 2 Meter weit. Speichert. Sind wir 2 Meter weit. Weiter. Oh, er geht nur. Oh, Kaffeepause. Er geht nur noch. Die Spannung hält keine Sau aus. Da komm. Mhm. Kaffeepause, was ist denn da? Huch, jetzt kommt einer. Hm. Bis der sich umdreht, die Steuerung ist ein bisschen lahmabend und die Grafik ist leicht retro für ein neues, ziemlich neues Spiel. Aber gut, jetzt können wir reingehen, oder? Kleiner Schlüssel. Oh, jetzt ist hier dunkel. Müssen wir jetzt links rum, rechts rum? Weiß keine Sau. Ich tippe mal auf rechts rum. Da war doch was, war da was? Ach so, das ist die Tür. Komme ich da durch? Warte. So ein bisschen. Sterbe ich da, wenn ich da in so ein Ding reinkomme? Oder wie ist denn das? Oder kann man die entschärfen? Da hat es aber schon gerumpelt jetzt. Kann man die... Was passiert denn, wenn ich da reingehe? In so ein Ding. Gibt es da noch was? Nee, da gibt es nichts, oder? Da ist auch noch ein Draht. Da geht es da rein. Da. Das kann man jetzt.
Doch, hat ihn. Jetzt haben wir es, oder? Oh nee. Also, schicke Grafik muss man schon mal. Oi, oi, oi. Ah, betritt das Theater ist jetzt. Achso, jetzt muss ich ins Theater rein, oder wie? Aha. Beide zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Zurück zum Theater. Mal sehen, ob ich reinkomme. Dürfte funktioniert. Der Kerl ist ein bisschen optimistisch. Ja, jetzt müssen wir dann da rein, oder wie? Kommt jetzt. Da waren wir schon. Ja, aber es könnte sein, dass da nochmal was spawnt, gar nicht heißt das auf Neutürkisch. Da raus. Hoch, ist jetzt heller? Nee. Täuscht es? Doch, jetzt ist hell. Etwas hell. Naja, hell. Etwas heller. Oh, etwas heller als vorher. Brauche ich die Lampe gar nicht mehr. Warte, entschuldige. Theoretisch haben wir den Rest. Müssen wir da hinten rein. Betritt das Theater. Ist es dann Mission? Betritt das Theater. Den Rest haben wir schon gemacht hier. Jetzt ist er direkt hell hier. Wahnsinn. Also mach zuerst die Bilder. Und dann erst, weil dann hast du es hier ein bisschen angenehmer. Optisch. Gehen wir mal da hin. Da in die Richtung, da zu dem Auge, oder? Ein bisschen heller. Da drin ist nichts. Gehen wir da durch. Tatsächlich, schau her. Richtig angenehm. So optisch. Da kann man nicht rein. Tatsächlich, ey, richtig schön hier. Also verhältnismäßig. Da waren wir schon. Da müssen wir darum rein. Da kann man nicht rein. Da ist das. Nichts mit Soße. Ah, da waren wir an dem schon. An dem war ich schon, oder? An dem waren wir schon. Mhm. Huch, jetzt wird's wieder. Nee. So, jetzt schauen wir mal da rein. Ich muss es dann sowieso nochmal auf hart durchspielen, um die Errungenschaft zu kriegen. Das hat hier die Errungenschaft. Und da muss ich dann aber mit dem Trainer spielen und das mache ich dann aber offline. Da kann man nicht durch. Was ist denn das da? Man kann nicht runterfallen, ne? Schau. Da ist nichts mehr. Hoppla. Nicht, dass da noch irgendwas. Jetzt müsste da reingehen, oder? Haben wir jetzt hier so ein Ding? Nee. Da rein, oder? Uff. Jetzt Obacht passen, ob da jetzt Schlüssel. Wo geht's denn da rein? Da rein, oder? Ist hier was? White Frog und Nebel des Grauens. Oh nee, der C-Klasse Horrorfilm aus den Mickey Mouse Studios von 1825. Nebel des Grauens, Wahnsinn. Das fing an mit dem Weißen Hai, oder? Der Weiße Hai war so ziemlich der erste Horrorfilm, also wo so das Genre des Horrorfilms aufkam. War komischerweise, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, müsste das eigentlich quasi der Weiße Hai gewesen sein, so der erste richtige Horror. Also, dann kam auch schon der Exorzist, das weiß ich nicht, aber der Weiße Hai, glaube ich, war der vorher. Da begann so das Genre des Horrorfilms eigentlich, also so richtig Hollywood-mäßig. Und ja,
was heute aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen lächerlich wirkt, aber der Weiße Hai, das war der Kassenschlager schlechthin, die haben den in die Bude eingerannt. Sie wagen es, meine Werke zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Ja. Genau wie Sie. Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten. Jetzt müssen wir den wahrscheinlich erst quatschen lassen, keine oder? Künstler sind. Und dann geht's weiter, oder? Mich kontrollieren, mich manipulieren. Ja, das war Quatsch, und ja. Sie wollen mich aufhalten. Und Computerspiele gab es ja da noch keine, weil es noch keine Computer gab, damals beim Weißen Hai. Wann war denn der? 1975 oder so. Oder? Da gab es ja noch keine Computer. Schau her, da gibt es was. Also gab es auch noch keine Horrorspiele, aber Horrorfilme, also das war ja quasi ein Horrorfilm. Obwohl der Weiße Hai ja in dem Sinn kein Zombie-Monster oder so, aber es war horrormäßig. Oh, da ist ein Automat. Und kann mir jetzt mal einer sagen, wo wir hin müssen? Jetzt muss ich... Da habe ich da eine Karte. Ach komm. Ja, und was steht denn da jetzt? Besiege Stefano. Hä? Bin ich jetzt schon in Kapitel 8? Bin ich blöd? Oh, bitte. Dann müssen wir eine Pause machen. Warte, Kapitel 8. Besiege Stefano. Da ist nämlich eine... Warte, da ist nämlich ein... Kampf gegen Stefano. Betretet die Eingangshalle des Theaters. Da müssen wir jetzt ein neues Video machen. Da ist nämlich auch eine Leichenschlüsselfigur. Freunde, komme ich jetzt da nicht drüber? Da ist doch ein Automat. Komme ich da erst später raus, oder wie? Komme ich da jetzt nicht rein? Du kommst hier nicht rein. Aha, dann kommen wir da erst hinterher wieder raus, wahrscheinlich. Ja, so ein Käse. Da müssen wir jetzt aber ein neues Video. Ich komme da nicht rein. Müssen wir ein neues Video machen. Also da hinten war mal gerade. Wieso bin ich denn dann da reingekommen? Ach, da rein. Da ist die Frittenbude. Okay, Freunde, dann müssen wir jetzt mal neues Video machen. Oder sagen wir gehen mal noch rein, 2 Meter, oder? Also, betritt die Eingangshalle. Marschiert gemütlich eine Treppe nach der anderen empor. Aha. Und ich komme da jetzt, das stinkt mir. Sind wir da am Schluss dann, wenn es rausgeht? Das stinkt mir jetzt. Da geht's auch nirgends. Nein. Da kommen wir jetzt nicht rein. No smoking. Also, da kommen wir. Also, jetzt gehen wir nochmal eine Treppe nach der anderen empor. Wenn er das schon sagt. Ah, da ist dann wahrscheinlich auch nichts. Ja, und dann kam auch schon relativ rasch. Relativ rasch kam dann schon Alien. Tatsächlich damals schon mit der Sigourney Weaver, tatsächlich ist auch schon uralt. Alien, der erste Alien-Film ist auch schon. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Oh, da müssen wir hin. Beide Leben lang. Genau. Kam auch schon Alien. Keine Ahnung, war auch ein, der Schocker. Mad Max kam auch. Mad Max Alien. Obwohl Mad Max jetzt natürlich kein Horrorfilm, naja, der hatte aber auch ganz schöne, Mad Max hatte aber auch ein paar Gruselelemente, die wurden tatsächlich in der deutschen Fassung tatsächlich rausgeschnitten. 2, 3 Szenen zum Beispiel, wo man den verkohlten, der eine Kollege ist doch dann im Feuer und den sieht man in der ungeschnittenen Fassung tatsächlich in Großaufnahme, den Verbrannten im Krankenhaus.
sieht natürlich nicht appetitlich aus. Da ist er, oh weh. Warte, da geht's gleich los, oder? Da ist er. Ja, komm. Komm her. So. Naja, gehen wir nochmal rein hier. So, jetzt lassen wir das noch einläuten. Einläuten. Mad Max mäßig. Mad Max, naja, das war damals schon Mad Max Alien. Da heißt er, hi. One for Mords Kassenschlager. Und dann ging es auch schon weiter mit Police Academy. Ja, tatsächlich. Quatsch, der einen Scheiß. Fertig. Achso, Erinnerungsfragment. So, jetzt schauen wir mal. Mit der geköpften Frau an der Wand. Ist da eine geköpfte Frau? Achso, tatsächlich. Erinnerungsfragment. Steigt die letzte Treppe zurück nach unten und geradewegs durch die Doppeltür. Ist da jetzt nichts mehr. Branche her. So schicke Sessel. Da ist nichts mehr. Nee, kommen wir nicht drüber. Erinnerungsfragment. Ja, wir haben hier keine Karte. Und das Ding haben wir. Und dann, wie gesagt, dann kam schon ein paar Jahre später Police Academy. Und ja. In den Kinos. Gibt es eigentlich ein Spiel mit Police Academy? Nicht, oder? So, ja, wir müssen da rein, ich weiß schon. Ja, dann müssen wir aufpassen. Wenn wir drin sind, machen wir... Oder geht es dann schon flockig los? Machen wir Pause. Geht nicht. Kino. Oh, nee. Hilfe. Ah, da hocken alle. Hey, komm. Sag mal, Zombies. Oh, nee. Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Ja, das wollen wir gar nicht wissen. Eine davon ist die Lilly, oder wie? Nee. Also wer sich die Spiele ausdenkt, die haben doch... Die sind öfter beim Psychiater als ich beim Semmeln kaufen. Kann man jetzt mal so die Theorie in den Raum stellen. Telefon. Das machen wir jetzt noch, das Video. Also, und dann machen wir Pause, oder? Aber selbst die beste Unterhaltung muss... Schuhgröße 43. Das Mädchen, wo ist sie? Im Mädcheninternat. Ja. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform? Mein Stern quatscht einen voll da. Vielleicht kein Michelangelo. Aber mindestens... Ich habe E-Mails. An, genau. Wo ist sie? Telekom, die Telekom. Der Kern ist sicher. Meine Fresse, Telekom. Die wollen mir wieder ein Fernsehpaket andrehen. Ich hab doch Fernsehen. Was soll ich denn da machen? Fernsehpaket. Wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Das Video lassen wir noch laufen. Dann machen wir Pause. Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Oder auch nicht. Hoppla. Jetzt wachen die alle auf. Oh komm. Nee. Picasso hatte seine blaue Phase. Ja, der hat auch so eine blaue Phase, der Kollege hier. In meiner Blutung. Das hat sich wieder einer ausgedacht hier. Wahnsinn. Nein, stopp! Hochintelligenter. Hoppla. Müssen wir jetzt was machen? Nein! Denk. Oi, oi, oi. Schau her.
Also, die Leute, diese Spielemacher, die sich das ausdenken, die haben doch dringend mal Entschuldige, entbehrt ja dann doch auch wieder nicht einer gewissen Komik. Ja, prima. Aber die, naja, ich sage jetzt mal lieber nichts, aber das ist ein japanisches Spiel, oder? Ja gut, da muss man jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ja gut, da kann man jetzt wieder grundsätzlich drüber streiten, wenn ich jetzt Far Cry 5 spiele, also ich muss dauernd, genau, muss dauernd einen erschießen, okay, das ist schon klar, aber naja, wenn du Mensch ärgere dich nicht spielst, da schlägst du auch die anderen Figuren, also tötest die quasi, verstehst du? Oder Schach, wenn du Schach spielst, du tötest den Bauern. Oder und so weiter, Bauernopfer, also ist auch ein brutales Spiel. Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihren Händen ist... Prima. So, jetzt machen wir ein paar... Jetzt warte, Doppeltür. Zeuge eines Gang verfrachtet. Genau, wir sind, war da was? Nee, wir sind am Gang. Dieser bricht zur Abwechslung in seine Einzelteile. Aha, da machen, jetzt schalten wir mal aus und machen gleich weiter. Geil. Tschüss, bis gleich.